Eine Sonderstellung unter den Tieren hat für Beuys der Hase. Als Verwerter des häuslichen Speiseabfalls hält Beuys sich die domestizierte Art des Hasen im Innenhof seiner Düsseldorfer Atelierwohnung. Der Hase verfügt nach Beuys über starke Blutskräfte und hat Beziehungen zur Frau, zur Geburt, auch zur Monatsregel, überhaupt zu sämtlichen chemischen Umwandlungen des Blutes. Er ist das Tier der Bewegung und steht in einem engen Verhältnis zum Menschen. Er gräbt sich Schächte und Mulden, Behausungen in den Boden und wird so total eins mit dem Erdreich, symbolisiert so Inkarnation und Wiedergeburt. Gewiss etwas ausgreifende Gedanken, doch mit viel Fantasie lassen sie sich nachvollziehen.